Die großen Dinger haben es den Steel Buddies angetan. So wie der 50 Jahre alte Oldie der Bundeswehr. 22 Tonnen Aluminium auf Rädern. Das amphibische Brücken- und Übersetzfahrzeug M2 Alligator soll für einen Kunden aufbereitet werden. Und vor der Auslieferung wieder schwimmen lernen. Der Kunde hat natürlich ein Amphibienfahrzeug gekauft. Und er muss natürlich auch ein Amphibienfahrzeug bekommen. Und deswegen sollen wir das vorher Probe fahren. Jetzt muss das natürlich auch mal ins Wasser. In das örtliche Schwimmbad durften wir nicht. Deswegen haben wir uns gedacht, wir fahren damit ein Stück über den Rhein. Am besten dann direkt nach Köln. Probefahrt mal anders. Der geplante Langstreckentest führt über eine der am stärksten befahrenen Wasserstraßen der Welt. Schon in 3 Tagen soll's losgehen. Das muss super sicher alles funktionieren. Wir müssen wissen, Bremsen, Schraube, Antriebe, Öle, alles muss funktionieren. Okay? Und dann finden wir jemanden, der einen Bootsführerschein hat und dann dürfen wir es auf dem Rhein fahren. So. Ah, dürfen. Ach, egal. Zuletzt war die Amphibie vor über 15 Jahren im Wasser. Ingos Aufgabe, das ehemalige Pionierfahrzeug kennenlernen, warten, reparieren und in schwimmfähigen Zustand bringen. Kippen wir erstmal 50 Liter Diesel rein, dass uns das Ding hier nicht trocken läuft. Danach kontrolliere ich alle Öle, ob da kein Wasser mit drin ist und so ein Blödsinn. Kontrolle! Kontrolle! Das Ding wird von 2 Deutz V8 Motoren mit jeweils 170 PS versorgt. Und die haben in einer Amphibie deutlich mehr zu tun als in einem normalen LKW. Das ist alles für den rechten Motor und die rechte Hydraulik. Das ist alles für den linken Motor, für die linke Hydraulik. Hiermit schmeißt er den anderen an, kurz vorglühen. Ist ein Deutz. Einmal, ja. Und dann ist da hinten. Wo hebt man Gas? Oh, beide.